Herzlich willkommen, Martin Bäumle. Könntest du uns zum Einstieg eine kurze Einschätzung der allgemeinen Lage rund um die Corona-Pandemie in der Schweiz geben? Ja, guten Abend zusammen. Leider nicht physisch. Ich werde dazu ein paar Folien aufzeigen. Ich hoffe, das klappt. Mal schauen. Jetzt müsstet ihr eigentlich eine Präsentation sehen. Das hat geklappt. Gut, also zuerst mal vielleicht zur Ausgangslage und Situation. Also die erste Welle traf die Schweiz eigentlich ziemlich unvorbereitet, obwohl eine solche Pandemie eigentlich von allen schon lange erwartet wurde. Es war also nichts Neues. Dann der Sommer 2020, an dem wir uns alle noch gut erinnern, wurde leider verschlafen und es wurde verpasst, ein gutes Maßnahmendispositiv aufzubauen. Die zweite Welle mit Schließungen, massiven Folgekosten, zu vielen Opfern war die logische Folge. Der Sommer 2021 wurde wieder zu locker angegangen und die vierte Welle drohte. Zum Glück hat der Bundesrat noch rechtzeitig reagiert und das Wetter, vor allem das Wetter, hat maßgeblich geholfen aktuell. Es geht nun aber darum, weiter ein Dispositiv bereitzuhalten und endlich die Aerosole ernst zu nehmen, sonst droht eine weitere vierte Welle mit neuen Beschränkungen. Denn leider ist ein gezieltes Dispositiv, wie wir es seit April 2020 immer wieder fordern, immer noch nicht genügend konsequent im Einsatz. Die Ziele, wir machen das ja nicht aus einem Selbstschutz, diese Maßnahmen. Gesundheit wollen wir von möglichst vielen Menschen schützen, auch der Kinder. Wir wollen das Gesundheitssystem vor einem Zusammenbruch bewahren. Wir wollen aber auch Kollateralschäden durch Verschieben, zum Beispiel notwendiger Eingriffe außerhalb von Corona, vermeiden und damit andere Todesfälle nicht riskieren. Wir wollen aber auch die Schäden in der Wirtschaft und Gesellschaft, eben zum Beispiel Schließungen kosten uns rund 50 Millionen pro Tag, vermeiden. Wir wollen aber auch die Freiheiten der Bevölkerung für Ausbildung, Arbeit, Sport, Freizeit möglichst erhalten und so auch die psychischen Probleme vermindern. Eine Kaskade Restart-Lockdown vermeiden, da dies für alle letztlich tödlich ist, für die Wirtschaft, Gesellschaft und die Gesundheit. Und wir müssen uns auf eine mögliche vierte Welle und oder zukünftige Pandemien vorbereiten. Vielleicht einige Punkte zum Virus, was wir heute wissen. Die Latenzzeit des Virus beträgt rund 6 Tage. Das ist lange. Und 50% der Ansteckungen erfolgen mutmaßlich vor Symptomen, also präsymptomatisch. Und das bis zu 4 Tagen, bevor Symptome auftreten. Auch das eine unangenehme Eigenschaft des Virus. Dann viele, rund 50% geschätzt, bleiben asymptomatisch, haben also kaum oder keine Symptome, können aber das Virus trotzdem rund 11 Tage insgesamt weitergehen. Das leider auch Geimpfte. Und eine Immunisierung wird erst ab etwa 80% durch Impfung erwartet. Das ist sehr hoch und da sind wir noch weit weg, leider. Der Impfstoff, der sollte eigentlich bei guten Impfstoffen sicher 6 bis 9 Monate halten, möglicherweise auch 12 Monate und länger. Sieht aber, dies ist sicher individuell und abhängig vor allem vom Alter und von Vorerkrankungen. Das muss man hier festhalten. Der Schutz vor der Impfung vor Ansteckung und Übertragung scheint eventuell geringer zu sein und kürzer, als wir erhofft haben. Dafür schützt er ganz klar länger und lange vor schweren Verläufen, vor dem Tod und auch vor Long-Covid. Auch das ist nicht ganz sicher, aber das ist mutmaßlich so. Aber Spätfolgen wie Long-Covid belasten die Menschen, belasten das Gesundheitssystem, aber auch die Versicherungen. Und weitere Spätfolgen sind nach wie vor recht unklar. Was bei der Übertragung ganz klar sein dürfte, die Konzentration an Viren in Räumen dürfte eine entscheidende Rolle spielen. Und darum sind Innenräume mit schlechter Lüftung das Problem schlechthin. Und darum braucht es mindestens ein gutes Dispositiv. Was haben wir mit SmartyStart gemacht und erreicht? Also wir haben eigentlich seit dem letzten Sommer haben wir versucht, Messungen zu etablieren, also Daten zu sammeln, um mehr zu wissen über die Luftqualität und auch entsprechend gezielte Maßnahmen zu etablieren. Unser Projekt Frische Luft. Um eben auch in Innenräumen messen zu können, haben wir zusammen mit einem Industriepartner ein neues Messgerät entwickelt, den Cube, welches eben ohne Stromanschluss und WLAN-Daten messen kann und mit einer Anzeige auch für alle sofort ablesbar ist. Unterdessen ist es uns auch gelungen, im gültigen Covid-Gesetz die Aerosolübertragung und Maßnahmen dagegen ausdrücklich zu verankern. Leider hapert es mit dem Vollzug weiter.
Es gibt immer noch sehr viele Widerstände, vor allem auf Verwaltungsstufe, die Aerosolübertragung endlich zu anerkennen und noch mehr die Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Aber immer mehr Betriebe, Schulen und auch andere private handeln eigenverantwortlich, messen CO2, treffen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität, inklusive Filter. Also ein gutes Zeichen, die zivile Gesellschaft handelt, auch wenn die offiziellen Behörden noch nicht wirklich handeln. Und wichtig ist, das Thema bleibt auch unabhängig von Covid wichtig. Nämlich Luftqualität hat auch mit Wohlbefinden, mit Konzentration, mit Gesundheit, auch bei anderen Viren und so weiter zu tun. Also das Thema frische Luft bleibt aktuell, auch sollten wir Covid hoffentlich irgendwann bald überwunden haben. Vielleicht ein kurzer Ausblick. Ich bin seit über bald einem Jahr, habe ich meine Modellierung online, die eigentlich täglich die Situation analysiert. Die kann man unter www.smartistar.ch nachschauen. Dort beschreibe ich auch immer relativ klar, wie ich die Lage einschätze. Und wie gesagt, die aktuelle Lage ist tatsächlich etwas beruhigend. Ich mache jetzt kurz, versuche das. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ganz kurz auf das Modell hinweisen. Wie das jetzt online heute aussieht, sieht man das auch wieder, hoffe ich. Man sieht hier in Prozent die Viralität, also wie viele Leute sind aktuell in Prozenten ansteckend, die in der Schweiz sind, in vier Varianten. Und man sieht hier schön den letzten Sommer 20, den wir eben nicht genügend aufgepasst haben. Es sah dann Ende September auch relativ gut aus und dann ist es im Oktober explodiert. Und erst mit den Maßnahmen und zu spät und zu lange gezögert, haben wir das langsam über den Winter wieder heruntergebracht. Es hat dann im Februar waren wir noch zu hoch, es hat dann nochmals einen Ansatz, eine Welle gegeben, stärkere Maßnahmen und dann waren wir hier unten, eigentlich haben wir das Virus fast ausgerottet. Leider hatten wir dann die Maßnahmen eben wiederum verschlafen und haben bereits einen ersten Sprung gehabt im Juli und dann mit der Ferienrückkehr vor allem, aber auch mit dem nicht so guten Wetter, ist eine richtige gehende Explosion gefolgt. Was aber schön ist, unterdessen mit den Maßnahmen, die getroffen wurden und vor allem auch mit dem Wetter, habe es eine Stabilisierung im August, also die Reiserückkehrer waren langsam weniger, die Fälle wurden gingen ein bisschen zurück und jetzt mit dem Wetter haben wir wieder eine Entlastung gekriegt. Die Zukunft ist natürlich immer offen. Wenn wir jetzt mit den Maßnahmen konsequent bleiben, ist es denkbar, dass wir den Winter mit der orangen Kurve im Basisszenario relativ gelassen überleben können, überstehen können, ohne Probleme. Auch das Basis Plus sieht aktuell relativ gut aus. Es würde dann schon wieder so eine kleine Welle möglich sein, aber es würde nicht in eine Explosion enden. Die Explosion ist aber leider nicht ausgeschlossen, gerade wenn man die Luftqualität nicht genügend ernst nimmt. Wenn man noch besser sein würde mit einem Contact Tracing, mit mehr Digitalisierung, könnte man das Virus auch im Winter faktisch ausrotten. Das ist eine Frage der Annahmen. Soweit zum Modell, das eigentlich basiert auf diesen Eingangsdaten, die ich erwähnt habe. Ich gehe jetzt wieder zurück zur Präsentation und komme nämlich dann zum letzten Punkt noch aus der Folie. Komme ich jetzt da wieder weiter? So. Was es jetzt eigentlich braucht, jetzt für den Winter, für den Herbst, ist ein weiteres Dispositivminimum. Das heißt, die Basismaßnahmen, die Hygiene beibehalten, auch wenn die nicht alles bringen. Die Pooling-Tests, PCR, an den Schulen vor allem, circa einmal pro Woche, sind zentral. Auch in Firmen werden sie für ein Screening sehr gut. Wir sollten auch weiter alle mit und ohne Symptome gratis testen. Einfach kein Zertifikat verteilen. Da geht es jetzt eigentlich darum, mit dem will man ja die Leute dazu bringen, dass sie impfen. Die Reiserückkehr, mindestens die ohne Impfung, zweimal testen, also vor Rückkehr und nach 4 bis 5 Tagen. Das hat der Bundesrat jetzt endlich beschlossen, nach über einem Jahr, dass sie das fordern, ist das jetzt umgesetzt. Kommt, ab seit heute, das ist gestern. Wir müssen die Impfrate unbedingt erhöhen, auch mit gezielten Maßnahmen. Dazu gehört auch die Zulassung eines Vektorimpfstoffs, dass die Leute, die Respekt haben vor dieser mRNA-Impfung, die zwar harmlos ist, nicht gefährlich ist, aber wenn die das wollen, sollen diese Möglichkeit haben. Und weil es gibt viele, die haben Respekt vor mRNA, weil sie denken, das ist neu, unsicher und lieber einen alten, klassischen Impfstoff haben. Wir müssen uns aber auch vorbereiten auf Boosterimpfungen, auch mit Antikörpertests, die wir gezielt machen sollten, vor allem jetzt bei älteren Leuten und Vorbelasteten, damit wir rechtzeitig boostern. Nicht einfach flächig alle mit Impfungen, weil das macht wieder Abschreckungsmaßnahmen, sondern die es nötig haben. Das sollte möglich sein. Das Contact Tracing muss schneller werden und 7 Tage zurückgehen, wie gesagt, 6 Tage Latenzzeit. Gezielt wird auch das Maskentragen leider weiter notwendig sein, vor allem in Innenräumen,
Im ÖV besonders, weil dort können wir kein Zertifikat anwenden. Das Zertifikat kann je nach Situation ausgeweitet oder reduziert werden, zum Beispiel auch in Abhängigkeit von Einhalten von CO2-Richtwerten. Und wenn Schließungen, wenn sie überhaupt nötig werden, was ich nicht hoffe und niemand wünscht, sollten sie gezielt statt flächendeckend erfolgen. Eben zum Beispiel nur Clubs, Innenräume wie Restaurants, Fitnesscenter, welche die Richtwerte nicht einhalten können. Das heißt, die, die gute Luft sicherstellen können, können weiter offen halten. Bei anderen müsste man schließen und entschädigen. So könnte man wahrscheinlich diesen Winter dann eben in einer der Kurven, die positiv aussehen, im Modell problemlos überstehen. Soweit mal eine kurze Einschätzung der aktuellen Lage. Wie gesagt, mehr dazu kann man im Modell gerne nachlesen. Es wird mindestens wöchentlich aufdatiert, meistens alle 2 bis 3 Tage. Und das ändert sich natürlich je nach Maßnahmen immer wieder die Situation. Damit gebe ich zurück, Nathalie. Super, vielen Dank, Martin, für diese ausführliche und sehr informative Einleitung.